Berlin-Brandenburg als Standort für uns ist vor allem Imagefaktor bei unseren internationalen Geschäften. Wir leben von Menschen, von Kreativität der Menschen. Für unseren Standort in Berlin und Brandenburg ist es extrem wichtig, dass wir das kreative Potenzial hier in der Region nutzen können. Ich freue mich einfach, wenn man jungen Kreativen die Chance gibt, auch mal Mittel in die Hand zu nehmen, um dann irgendwas umzusetzen. Das Medienboard investiert auch unglaublich viel in digitale Medien, insbesondere auch in Computer- und Videospielunternehmen. Davon gibt es hier in Berlin-Brandenburg sehr, sehr viele. Es ist einer der wichtigen Hubs der deutschen Computer- und Videospielindustrie. Ich glaube, Berlin entwickelt sich zu einer wirklichen Start-up-Hochburg. Der Erfolg von VUGA wäre in anderen Städten, zumindest in Deutschland, gar nicht denkbar. Denn für uns ermöglicht Berlin, wirklich Talente aus der ganzen Welt anzuziehen. Berlin ist eine wunderbare Stadt für natürlich Medienunternehmen, aber auch kreative Personen, kreative Unternehmen. Das Medienboard hilft uns bei der Realisierung unserer studentischen Projekte, sei es im klassischen Bereich des Films, sei es bei Fernsehprojekten und sei es auch bei jeder Art von Projekt in den neuen digitalen Medien. Und ich finde, der Greenstandort Berlin ist halt ganzheitlich gesehen perfekt für Fernsehen als auch Film. Wir haben die Möglichkeiten, es gibt riesige Studios, es gibt ein riesen Umland, es gibt 1000 historische Gebäude, die benutzt werden können. Hier in Babelsberg vorbereiten konnten, dass wir hier ein sehr, sehr großes Set bauen konnten und dass ich trotzdem abends nach Hause fahren kann. Das ist eine gute Kombination. For us on Homeland and as a director, it's very exciting for me because we're actually shooting Berlin for Berlin. It is a very vibrant city that has a tremendous street life. It's filled with energy and vibrancy, and Berlin has a lot of different looks. You'll find a very capable film community there. In Filmkreisen würde man sagen, es geht ja einfach alles. Und der Amerikaner kommt ja auch mal gerne her und macht mit.